Herr Scheibenreif, Silvester, der Jahreswechsel steht vor der Tür. Können Sie uns da wettermäßig Prognosen schon abgeben? Ja, morgen am Freitag kommt eine Kaltfront ins Ländle, die einiges an Schnee bringt. Besonders in den Nordstaulagen der Gebirge kann es auch ergiebig schneien. Am Silvestertag dann kommt die nächste Warmfront. Da gibt es wiederum viele Wolken und Niederschlag. Gleichzeitig steigen aber die Temperaturen. Bis zum Jahreswechsel dürfte die Schneefallgrenze so gegen 1500 Meter steigen. Es wird also in der Silvesternacht überall bewölkt sein und zeitweise kann es auch leicht regnen, aber es wird nicht sehr kalt. Herr Scheibenreif, ich danke für das Gespräch und wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke.